Oh, Mist, nein! Hier hinkommen, eine Katastrophe. Der Wind, eine Katastrophe. Entweder er hält oder er hält nicht. Ich bin an der falschen Stelle zur falschen Zeit mit dem falschen Köder. Krasser Spot. Moinsen, Leute. Lange nicht gesehen. Und doch habe ich euch wiedererkannt und ich habe euch auch ein bisschen vermisst. Ich war ja sozusagen im Ruhestand. Gab viele verschiedene Gründe, kann ich ja nicht alle aufzählen. Wir sind jetzt gerade in Spanien gelandet. Die Kaffee sind klein, die Straßen sind voll, die Menschen sind nett, alles ist cool. Und ich bin am südlichsten Punkt von Spanien, nämlich in Tarifa. Eigentlich eine mega Surfer- und Kiter-Stadt. Freue mich, dass ihr wieder oder immer noch am Start seid. Ich habe jetzt wieder richtig Bock auf YouTube. Deswegen geht es einfach weiter und vor allem habe ich Bock auf Angeln und deswegen geht es jetzt da runter. Also okay, so ganz geht mein Plan schon mal nicht auf. Hier ist das Mittelmeer und hier haben wir den Atlantik und man darf nur so einen bestimmten Teil abfischen. Nicht so cool, weil hier vorne wahrscheinlich der mega Spot gewesen wäre, schön auf der Spitze. Hier zieht bestimmt die Strömung richtig vorbei. Egal. Ich glaube, weil hier komme ich nicht weiter, da ist mega steil. Ich werde mal den Atlantik abzwitschern und gucken, ob wir da einen geilen Spot finden. Das ist auch gleich nochmal auf der Tiefenkarte und dann wird da wohl hoffentlich ein Fisch gehen. Ich meine, Spanien ist nicht so einfach, das Mittelmeer ist eh überfischt, also Atlantik. Man könnte sagen, es läuft gleich am Anfang wieder kunterbunt. So eine Scheiße. Nicht nur wegen dem Gülleauto da hinten, das genau vor der Insel steht. Und die haben mir gesagt, ich darf da auf gar keinen Fall rauf. Also muss ich da unten irgendwo durch. Aber für mich steht fest, ich will da hin und ich hole jetzt einfach meine Badehose. Denn es ist so ein geiler Spot. Die wissen schon, warum das so schwer zugänglich ist. Ich habe ja eine Badehose bei. Ist ja nicht so, dass wir bei armen Leuten sind. Bin auch gar nicht angepisst. Da ich eh so ein super Fitness-Typ bin, macht mir das auch gar nichts, dass ich hier eine Stunde hin und her laufe. Aber ich gehe da raus. So ein bisschen kommt jetzt sogar mehr Forellen-Feeling bei mir auf. Hier schön am Strand mit der Warthose und Wartschuhe. Aber ich brauche ich wirklich. Jetzt ist das Tor zu, also man kommt da nicht rein. Es ist so ähnlich wie in der Ostsee. Ein bisschen cooler ist es schon und ein bisschen wärmer. Aber ich drücke allen Meerforellenanglern auf jeden Fall schon mal richtig die Daumen. Und eine richtig gute Saison. Aber es ist ja so warm bei euch in Deutschland, da laufen die bestimmt richtig gut. Könnt ihr mal bei Insta was rüberschicken, wenn ihr ein paar schöne, dicke Mefos fangt. Ach, da würde ich mich freuen für euch. Also ich hoffe, wir haben wirklich ablaufend Wasser. Das ist halt ein Problem. Also ich würde sagen, ich bin jetzt ungefähr in dem Bereich. Ich check das hier gerade mit der anderen Karte gegen. Ich darf auf jeden Fall noch ein Stück weiter und da sieht es auch echt noch mal ganz nice aus. Oh, ich muss auch echt aufpassen, dass ich hier nicht falsch abrutsche. Dann gibt es wieder eine lange YouTube-Pause. Guck mal da draußen. Ich glaube, da ist Bewegung im Wasser. Strömungen sind es ja immer Bombe. Okay. Ja. Das sieht doch gut aus. Krasser Spot. Wenn was geht, sind wir hier auf einem ganz guten Posten. Hier ist ein bisschen chaotisch in meiner kleinen Grabbelbox, aber hier sind hier die besten Köder drin, die ich in der letzten Zeit immer benutzt habe im Mittelmeer. Und wenn ich jetzt einen raushole, dann habe ich gleich einfach alle da. Das ist übrigens unser Tannenbaum auch gewesen zu Weihnachten. Aber ich suche jetzt einen bestimmten. Mit dem checke ich jetzt erstmal, wie es überhaupt so läuft in der Strömung. 40 Gramm. Die gehen richtig brutal runter und die kann ich halt auch richtig mit Feuer einholen. Und mal sehen, ob da was schon hängen bleibt. Aber so kriege ich erstmal ein Gefühl für den Bereich hier. War ja ganz einfach. Heieieiei. Also, ich komme jedenfalls weit raus. Ah, das ist eine derartige Strömung. Krass. Alter, wie weit der schon rüber ist. Man sich wirklich nicht so viel Zeit lassen. Oh. Fisch! Alter!
auf den Blinker. Oh! Ey, müssen wir schnell um den Stein rumfliegen. Ich glaube, es ist kein Riesenfisch, aber. Im ersten Hoch. Was ist das? Der eingewickelte Hornhecht. Ein sogenannter Rollmops. Okay Leute, also die Hornhecht-Saison ist hier ein bisschen früher eingeläutet. Ist ja doch wie beim Mehrfachrennen an hier. Mal schnell zurücksetzen, den Kleinen. Zack, im ersten Wurf. Wie krass ist das denn? Hat sogar fast regulär gebissen. Aber nur fast. Ist wirklich ein bisschen wie am Salztraum. Los, viel, viel wärmer. Erster Wurf, erster Fisch. Zwei Stunden später, kein einziger Biss mehr. Ich habe jetzt hier alles durchgeleiert, was ich noch dabei habe. Aber das ist halt auch brutal, weil die Strömung derart hier durchruppt. Jetzt noch so zwei Stunden. Ich hoffe, dass irgendwann die Dämmerungsphase anfängt. Also sie fängt sogar ganz bestimmt irgendwann an. Und dann kommen vielleicht nochmal die Fische ein bisschen ran hier. Also es läuft weiterhin absolut bombenmäßig nicht. Aber es ist nicht so schlimm. Ich habe noch 1, 2 oder 3 Videos aus Norwegen, da habe ich sogar Fische gefangen. Die haue ich euch in nächster Zeit auf jeden Fall noch mit rein. Bin ich hier fix und fertig. Und das Verrückteste ist, dass hier immer noch kein Einheimischer am Start ist. Entweder gucken die von außerhalb irgendwie und denken sich immer an diese Touristen. Bei ablaufend Wasser angelt er, der ist ja völlig bescheuert. Auflaufend Wasser ist eigentlich immer viel, viel geiler. Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, ich kann die Ebbe und Flut noch nicht beeinflussen. Es ist, wie ich es befürchtet habe, ich bin an der falschen Stelle zur falschen Zeit mit dem falschen Köder. So ist das eben, wenn man das erste Mal am Start ist. Aber was für ein geiler Sonnenuntergang. Maria war nämlich gerade in Tarifa im Angelgeschäft. Geht da mal fragen, ob sie überhaupt so cool ist. Und er meinte der, es ist immer ganz gut, wenn man Mädels hinschickt, weil den quatschen sie ganz gerne. Meinte der, nee, es gibt eine geilere Stelle und es ist auch völlig die falsche Zeit. Man muss morgens vorm Morgengrauen, bevor die Sonne aufgeht, da muss man los und dann hat man ganz gute Chancen. Noch 1,5 Stunden bis zum Sonnenaufgang. Ich werde langsam munter und José vom Angelgeschäft hat gesagt, du musst beim Sonnenaufgang am Spot sein. Jetzt ungefähr 1 Stunde hierher gekraxelt über Stock und Stein. Also einer der wichtigsten Tipps, die ich euch geben kann, ist nur das Nötigste in den Rucksack. Der Wind steht voll drauf. Also beim Mehrforellenangeln wäre es ein Hammer. Völlig gaga hier. Also die Steine sind auch noch mega glatt. Boah, durch den Wind komme ich auch nicht so geil raus. Noch nicht. Ich werde gleich mal einen schwereren ranmachen. Ich glaube, der ist zu leicht hier. Oh, ein Biss. Nein! 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 Oh, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. So schön. Fuck. Ich glaube, das war ein guter Biss. Ich komme hier wirklich nur 5 Meter raus. Der ist so krass, der Wind. Und trotzdem hatte ich eine Attacke. Nein! Nein! Fisch! Fuck it! Oh, der ist rausgesprungen aus dem Maul. Fuck, und kommt mir hier um die Ohren geflogen. Oh, bitte, lieber Köder, halte. Sei noch heile. Nein, ey, das gibt's doch gar nicht. Hier geht wirklich was. Einen Biss hatte ich. Hier hinkommen, eine Katastrophe. Der Wind, eine Katastrophe. Ich krieg den Köder nicht raus. Der Sonnenaufgang, mega geil. Trotzdem bin ich ein bisschen abgenervt, dass ich hier nicht rauskomme. Weil der Wind hier so gegendrückt. Jetzt kommt das Wasser auch noch und ich hab schon nasse Füße. Und die geilste Zeit ist jetzt eigentlich auch schon vorbei, weil so die 2 Stunden vor Sonnenaufgang und dann jetzt nochmal so 1, 2 Stunden. Aber wir haben halt jetzt noch auflaufend Wasser, deswegen probier es jetzt noch 1, 2 Stunden. Ich glaube, wenn ihr das jetzt seht, dann könnt ihr auch ahnen, warum das so schwierig ist, hier lang zu laufen. Das ist wirklich Harakiri. Bisschen. Bist auf jeden Fall wach morgens. Das ist dein Frühsport erledigt. So,
So Leute, alles wieder auf Anfang. Ich bin jetzt zurückgekommen, ich habe noch 2-3 Wellen erwischt und das jetzt hier im Winter. Ich hatte richtig nasse Füße, die Hose war durch. Ich bin dann zurückgeschlichen da über die Steine, habe dann herausgefunden, dass es auch einen Weg gibt. Man muss nur einmal so ein bisschen riskanter hochklettern. Dann kann man aber die ganze Mole einfach auf so einem Weg lang spazieren. Es hätte mir auch einer vorher sagen können, der wäre ich da nicht wie ein Idiot über 2000 Steine rüber geklettert. Ich hatte einfach viel zu viel mit und morgen, ich habe jetzt die richtige Stelle, ich habe die richtige Uhrzeit, ich stehe noch mal eine Stunde früher auf. Und ich habe meinen Tackle jetzt aufs absolute Minimum reduziert. Also das ist der Judebeutel. Den schnalle ich mir dann einfach über die Schulter. Zweimal Vorfachersatz, ein paar Snaps und Wirbel. Die Köderkiste und die ist wirklich ultra dünn. Und es reicht. Da ist alles drin. Zack. Alles ein paar Bonito-Köder. Natürlich noch ein paar extra Köder einfach rum zu probieren. Aber prinzipiell ist genau das hier, womit ich morgen angeln will. Denn morgen früh geht es weiter mit Runde 3. Na? Hast du schön einkaufen? Nicht nur Sugar Mama, sondern auch Strong as Fuck. Jawohl. Oh, was ist da noch drin? Oh, Halleluja. Ja, danke. Sehr gut. Also, hast du doch gar nicht nötig, so viel Sport zu machen. Danke doch mal, dass du mir gestern die ganzen Köder gekauft hast. Das war sehr lieb von dir. Ja, ja. Das ist übrigens hier die Alternativstrecke zu dem Weg unten. Hätte vielleicht vorher auch mal gucken können. Aber egal, war Frühsport. Das heißt, ihr seht nichts und da geht es euch genauso wie mir. Das Licht ist da, die Sonne ist aufgegangen, naja, mehr oder weniger. Der Wetterbericht ist hier genauso zuverlässig wie in Deutschland. Und bis jetzt geht nichts. Nicht mal ein Anfasser, ein Angucker, ein Nachläufer, absolut gar nichts. Als früher aufstehen hat sich so mittelmäßig gelohnt. Aber es soll die beste Zeit sein. 2 Stunden vor Sonnenaufgang. Für Bonitos. Alter, guckt euch die Sonne an. Ist das krass. Ja, auch nicht Spezialist, guckt euch das an. Gerade noch mal hier meinen Tight Minnow, eigentlich meinen Wolfsbarschköder drauf gemacht. Der ist ja kurz vorm Ufer jetzt eingestiegen. Ist jetzt kein Bonito, aber nach 1,5 Tagen endlich mal wieder ein Fisch. Auch ganz geil. Entweder er hält oder er hält nicht. Er hält nicht. Catch and Release, ja eh immer ganz geil. War auch nicht der Zierfisch. Aber endlich mal ein Fisch und ein Biss. Lecco mio, ey. 2 Sonnenaufgänge. Oh. Halleluja. Das alles für einen Hornhecht. Wenn ich da an den Mai denke, an der Ostsee. Aber ich kann mich darüber richtig freuen, dass endlich ein Fisch gebissen hat. Leck mich am Arsch. Was für ein Akt. Ich bin ja von 0 auf 100 wieder motiviert. Nur 5 Stunden geangelt bis jetzt für einen Hornhecht. Aber der bringt so eine Power gleich wieder rein. Beim ersten Wurf ein Hornhecht und jetzt, 2 Tage später, wieder ein Hornhecht. Mann, Mann, Mann. Naja, so ist das beim Angeln. Kann sich's nicht immer aussuchen. Irgendwann muss doch hier mal so ein Trupp vorbeikommen. Es gibt's doch gar nicht. Ist hier 2 Tage lang auf den Bonito so aufs Brett, scheiße. Einen abgefallenen und 2 Stunden später stehe ich genauso hier wie vorhin. Es ist wirklich unfassbar, wie hart und zäh das auch hier im Winter sein kann. Es ist natürlich ein bisschen wärmer und ein bisschen angenehmer. Ich probiere alles, aber Bonito angeln ohne Bonitos ist wirklich hardcore. Ich habe mir jetzt hier nochmal einen anderen Wobbler drauf gemacht. Der hat einen schönen dunklen Bauch, weil so viel die Sonne scheint, dann ist die Wasseroberfläche von unten ja immer so silbrig, dass da einfach ein Kontrast entsteht. Ich hatte darauf sogar irgendeinen Nachläufer, aber nichts Definierbares. Aber es wäre schon cool, wenn hier noch irgendwas passiert. Wenn nicht, glaube ich, dann fahre ich einfach nach England. Da gibt es immer irgendeinen Fisch. Irgendwas geht in England immer. Denn muss ich nur noch Maria Bescheid sagen und dann fahren wir nach England. Obwohl ich eine geile Stelle habe, geile Köder,
aber es ist wie tot hier im Mittelmeer. Ist so vergleichbar mit Meerforellenangeln, ohne Meerforellen, also so typisch Januar-Meerforellen. Nur, dass es hier ungefähr 15 Grad wärmer ist. Also wir haben jetzt hier 17 Grad, das ist ganz angenehm. Aber ansonsten ist es ziemlich ähnlich knüppliges Angeln. Alles gesehen habe. Wale, Delfine, nur nicht so viele Säugetiere, keine Fische. Ich würde mich auf Säugetierangeln spezialisieren. Ich konnte einfach nicht mehr und deswegen gab es heute Abend eine fette Gönnung. Muss ja auch mal sein. Also das Leben kann schon echt beschissen sein in so einem Bus. Mega nicer Platz jetzt hier, direkt am Strand, neben Tarifa. Traumhaft. Mit dem Bonitus bleibe ich auf der Spur, aber ich fahre dafür jetzt nach England. Und wer von euch jetzt schon weiß, wo es hingeht, der haut es einfach mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es in der nächsten Folge ein paar bunte Fische. Ich versuche es zumindest in England. Genau. Und solange wünsche ich euch einen richtig geilen Start in die Saison 2020. Passt auf, dass ihr euch nicht die Finger abfrieren beim Angeln, denn jetzt ist ja die geilste Zeit zum Großhechtangeln. Vor allem richtig fette Grüße an alle Meerforellenangler. Ich denke an euch und ich vermisse es auch ein bisschen, jetzt draußen zu stehen an der Ostsee. Das Wetter ist ja pornös. Ich hoffe, ihr fangt ein paar richtig dicke Silberbarren. Ich trinke auf euch. Salute, ein Schluck Weißwein muss sein. Danke für eure Unterstützung. Lasst es euch gut gehen. Denkt daran, Angeln ist mehr. Tut mir leid, dass es so eine lange Pause gab. Wird nicht wieder vorkommen und deswegen geht es jetzt bald schnell nach England. Und in diesem Sinne, bis gleich, haut rein.